Shambhavi Mahamudra ist ein wundersamer Prozess, denn was er in 21 Minuten mit dir macht, ist ziemlich unglaublich. Ich habe das Inner Engineering Programm im vergangenen Januar mit Shambhavi vervollständigt. Es ist völlig lebensverändernd. Es hat mein Leben auf so viele Arten verändert, körperlich, mental, emotional. Ich spüre immer noch die ganze Zeit hindurch verschiedene Vorteile. Der größte ist die Korrektur meiner Wirbelsäule. Bevor ich mit Shambhavi anfing, hatte ich Arthritis. Und seit ich Shambhavi übe, sind es jetzt vielleicht 2,5 Jahre, seitdem ich keine Medikamente mehr angerührt habe. Als ich meine Meditationsübungen immer wieder machte, verschwanden meine Angst und meine Depression vollständig. Meine Beziehungen sind anders, wie einfach alles an mir. Ich reagiere nicht. Und ich weiß, dass meine Familie das definitiv ebenfalls zu schätzen weiß. Ich habe angefangen, emotionale und mentale Ausgeglichenheit zu erleben. Und das ermöglichte mir eine gesündere Beziehung zu meiner Verlobten. Ich sitze jetzt 12 Stunden am Tag am Schreibtisch und brauche keine Rückenstütze mehr. Ich merke, wie ich meine Haltung im Laufe des Tages selbst korrigiere. Seit ich an diesem Kursprogramm teilnahm, fühle ich mich so viel freudvoller, ohne das Bedürfnis zu haben, eine äußere Substanz oder eine Chemikalie zu benutzen, um das zu unterstützen. Und ich fühle mich viel energiegeladener in mir selbst, viel fähiger bei den Aktivitäten, die ich den ganzen Tag über mache. Es ist schwer, so etwas überhaupt mit Geld zu bemessen. Eine Investition in Glück, eine Investition in inneren Frieden, eine Investition in deine mentale Gesundheit. Also, was ist Shambhavi? Die Langlebigkeit von etwas, die Kompetenz, das Leistungsvermögen, die Wirkungskraft, alles wird davon bestimmt, wie gut etwas organisiert ist. Warum glaubst du, dass es auf dich nicht zutrifft? Wie gut du organisiert bist, wird ebenso über all diese Aspekte deines Lebens bestimmen. Das ist also die Bedeutsamkeit von Inner Engineering. Wir schauen, wie man etwas organisiert. Durch das Leben wird der Körper hart rangenommen. Auch deine mentale Struktur wird hart rangenommen. Je nachdem, womit du konfrontiert wirst, welche Situationen du durchmachst, passieren viele Arten von Verirrungen, sowohl im Körper als auch im Geist. Die Idee ist also, deine Energien so zu halten, dass sie proaktiv alle Verirrungen beheben, die täglich passieren. Je nachdem, wie intensiv du dein Energiesystem aktiv hältst, passieren die Reparaturen entsprechend schnell. Es müssen also täglich Reparaturen durchgeführt werden, da es sich um eine intern gewartete Maschine handelt. Also diese Dimension der Energie in dir, wenn sie auf einem bestimmten Niveau gehalten wird, gibt es keinen Verschleiß. Sehr wenig. Dies ist ein Aspekt von Shambhavi. Ich bin sicher, viele von euch haben das bereits erfahren. Wenn du ein täglich Übender bist, wenn du ein Wochenend-Yogi bist, ist das eine andere Sache. Wenn du ein täglich Übender bist, wirst du sehen, dass sich dein Körper und dein Geist von ziemlich allem erholen. Und zwar sehr schnell. Einfach, weil deine Lebensenergien mit Shambhavi in überschäumender Weise gehalten werden. Dieses Überschäumen führt auch dazu, dass eine gewisse Chemie im System entsteht.
Sie ist so konzipiert, dass sie ein gewisses Maß an Annehmlichkeit erzeugt, ohne dass man weiß, warum. Most people can't sing in the bathroom. Die meisten Menschen können im Badezimmer nicht singen. Und je freudvoller man wird, desto schamloser wird man auch. Yes. Ja. Schau, sogar ich bin bereit zu singen. Nicht, weil ich mich mit Musik auskenne, sondern einfach, weil ich schamlos bin. Denn wenn du dich in deinem Innern so wunderbar fühlst, was jemand über dich denkt, spielt keine Rolle. Siehst du, wenn ein Mann betrunken ist, ist es ihm egal, was du über ihn denkst. Dies ist genau so, aber dazu noch sehr bewusst. Du bist sehr bewusst, aber du bist glückselig, so dass die Meinungen anderer Menschen für dich keine Rolle spielen. Warum das wichtig ist, ist, wenn dir die Meinung aller anderen wichtig ist, kannst du deine eigene Intelligenz nicht effektiv einsetzen. Jemand sagt dies, jemand sagt das, jemand sagt das. Du musst auf all das hören. Aber es sollte niemals bestimmen, wer du bist. Diese Freiheit gibt dir Shambhavi in wirkungsvoller Weise. Ich würde sagen, innerhalb von 6 Wochen des Übens wirst du anfangen, das zu spüren, dass äußere Kräfte da sind, aber sie bestimmen nicht wirklich die Richtung deines Handelns. Das ist sehr wichtig. Damit ein Mensch sein Leben erfüllen kann, ist es sehr wichtig, dass sie nicht taub sind, dass sie nicht achtlos oder gefühllos sind. Sie hören zu, aber du gehst nach deiner Intelligenz. Das ist sehr, sehr wichtig. Andernfalls wirst du alle 2 Minuten die Richtung in deinem Leben ändern. Und offensichtlich wirst du nirgendwo hinkommen. Es spielt keine Rolle. Du magst talentiert sein, du magst fähig sein, du magst intelligent sein. Aber wenn du ständig die Richtung wechselst, kommst du nirgendwo hin. Die karmische Substanz und die Intelligenz eines jeden Menschen sind auf eine bestimmte Weise gestimmt. Sie wird als Maschine in einer Richtung arbeiten. Wenn du die Richtung ändern möchtest, musst du dich bewusst ändern. Du darfst dich nicht verändern, nur weil jemand in diese Richtung drängt, jemand in jene Richtung drängt. Diese Freiheit kann man mit Shambhavi Mahamudra deutlich wahrnehmen, denn diese Freiheit kommt, wenn die dazwischenliegende Dimension dessen, was wir als die 5 Körperhüllen bezeichnen, der physische Körper, der Mentalkörper und die anderen beiden, der Äther und der Glückseligkeitskörper, die eine ganze Menge an Informationen darüber tragen, wer du bist. Wenn der dazwischenliegende Aspekt des Pranamaya Kosha oder Energiekörpers sehr aktiv ist, wird alles, was darin gespeichert ist, Körper und Geist nicht zu sehr belasten. Wir wissen nicht, was für einen Sack Karma du gerade mit dir herumträgst. Aber das Wichtigste ist, ihn von deiner täglichen Aktivität zu trennen. Es zu trennen von der Art und Weise, wie du jetzt bist, damit in diesem Moment, wie du bist, von dir bestimmt wird, nicht von der karmischen Substanz, die du trägst. Wenn du dem erlaubst zu entscheiden, wird alles zwanghaft. Alles wird von einem anderen Ort aus gesteuert, oder mit anderen Worten, deine Vergangenheit wird sich wiederholen. Sie wird dir keine Zukunft im Leben erlauben. Eine große Anzahl von Menschen sind Opfer davon. Ihre Vergangenheit bestimmt immer, was sie morgen tun werden. Nein, was du morgen tust, sollte nie von dem bestimmt werden, was gestern geschehen ist. Was du morgen tust, sollte passend sein für das Morgen, das wir sehen. Aber wenn dein Energiekörper nicht überschäumend genug ist, dann übersetzt sich das, was tief im Inneren geschrieben steht, einfach weiter in die Wirklichkeit. Es lässt dir keinen Raum, deine eigenen Wendungen zu machen. Es wird dich immer weiter in eine bestimmte Richtung drängen. Shambhavi Mahamudra ist also ein wundersamer Prozess, denn was er in 21 Minuten mit dir macht, ist ziemlich unglaublich. Und vor allem ist es
Es ist eher so, dass man eigentlich gar nichts tun muss. Man muss nur den Raum pflegen. Der Rest passiert von selbst. Die Übung ist nicht wirklich eine Übung in diesem Sinne. Wenn ich sage, nicht wirklich eine Übung, es gibt andere Arten von Übungen, die man macht, um das System auf eine andere Stufe aufzubauen. Diese Übung ist eher wie eine Konsekration. Sobald du konsekriert bist, ist alles, was du zu tun hast, nur noch den Ort sauber zu halten. Das ist alles. Jeden Tag einfach ein bisschen sauber machen und es so beibehalten. Der Rest wird geschehen. Und das macht das Leben recht mühelos und bringt dich zur Ruhe. Denn wenn die Energien erst einmal so sind, wird das, was du beabsichtigst, was du willst, ganz natürlich anfangen, sich in deine Richtung zu bewegen. Du musst dich nicht wirklich mit jeder Kleinigkeit herumschlagen. Es gibt dir die Freiheit, heute zu wählen, wie du sein möchtest. Es spielt keine Rolle, wie du in den letzten 10 Jahren gewesen bist. Heute wird es dir die Freiheit geben, zu wählen. Freiheit bedeutet, nun, so ziemlich alles kann einen verrückt machen. Du hast das gesehen? Wenn du also weniger verrückt bist, wirst du mit der Zeit immer weniger von den Dingen um dich herum beeinflusst. Du hast immer weniger starke Vorlieben und Abneigungen um dich. Das Leben kommt zur Ruhe. Ich hasse sie. Jetzt kann ich hier nicht in Ruhe sitzen. Ah, das macht nichts, sie hasst mich, aber ich bin okay. Okay, wenn sie mich hasst, werde ich nicht hingehen und ihr sagen, ich liebe dich. Aber es ist okay. Wenn sie mit Hass brennt, ist es ihr Problem. Ich bin okay. Diese Freiheit wird es dir mit dem Leben geben, dass äußere Kräfte nicht definieren können, wer du bist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Lerne, wie du dein Leben in die Hand nimmst. Wir wissen nicht, was das Jahr 2021 uns bringen wird oder die Zukunft. Zweifellos, ich bin mir sicher, dass viele Herausforderungen auf uns zukommen werden, aber es ist die Art und Weise, wie wir in der Lage sind, durch sie hindurchzugehen, die Kontrolle darüber zu übernehmen, wie wir durch diese Herausforderungen hindurchgehen können. Das macht den ganzen Unterschied aus. Und dieses Programm wird dich definitiv lehren, wie du das machen kannst und dein Leben verändern, so wie es das für mich getan hat. Wenn du wirklich eine Veränderung herbeiführen willst, nicht nur in deinem Leben, sondern in der Welt, dann brauchen wir so etwas. Denn es gibt nicht genug Anleitung in der Welt, die dich wirklich durch dein Leben trägt. Und auch die vielen Dinge kompensiert, die uns nicht beigebracht wurden. In der Schule, im College, beim Aufwachsen, in der Kirche, wo auch immer. Ich habe das Gefühl, dass dies wirklich all diese Lücken füllt. Weißt du, was ich meine? Das ist wie ein Doktortitel. Ein Doktortitel im Leben. Ein Doktortitel im Leben. Ein Doktortitel im Leben. Es ist die Investition wert. Es ist die Investition wert. Bitte, du brauchst das in deinem Leben. Schau dir mein Lächeln an. Schau dir mein Lächeln an. Ich habe nicht immer so gelächelt, weißt du? Ich bin fröhlich während einer Pandemie. Leute, ich bin fröhlich. Allein leben während einer Pandemie. Jemand, der unter Angstzuständen leidet. Jemand, der unter Depressionen leidet. Jemand, der Medikamente gegen Angstzustände genommen hat. Anxiety medication. Und jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und ich bin okay. Ich bin in Frieden. Und dieser Kurs hat das gemacht. Wo sonst wirst du das finden? Wie kann man das mit Geld bemessen? Ich möchte, dass du dir selbst ein Versprechen gibst. Dir dieses Geschenk zu machen. Und das Tolle daran ist, dass es ein Geschenk ist, das sich von selbst vervielfacht. Es ist ein Samen, den man pflanzt, und wenn man sich umdreht, wird ein Wald da sein. Und ich lasse das einfach so für dich stehen.